Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte liebe Besucher auf der Tribüne. Ja, schon einige Reden sind jetzt im Rahmen der Haushaltseinbringung hier gehalten worden. Leider überwiegend mit den immer selben Versatzstücken, die wir seit Jahren kennen. Vor allen Dingen Kollege Vogt hat sich da wieder hervorgetan. Man hat das Gefühl, da ist zu viel Konrad-Adenauer-Stiftungssound dabei. Man hat das Gefühl, dass der Kollege Vogt zu viel Neurokommunikationsliteratur gelesen hat. Ein zu viel ist nicht gut, weil man dann irgendwann abschleift, wenn man das Ganze dann auch noch in die Praxis übersetzt. Das ist das, was ich immer denke, wenn ich mir die Reden von Herrn Kollege Vogt anhöre. Und ansonsten ist nicht viel Neues dargebracht worden. Kollege Dittes, stimme ich in einer Aussage tatsächlich ausnahmsweise mal zu. Wir müssen wegkommen von Plattitüden und von Schaufensterpolitik. Recht haben Sie, Herr Kollege. Ich will einen alternativen Blick auf den Haushaltsentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung werfen. Ich will eher systematisch analysieren, will mich weniger in konkreten Dingen verlieren, die sicherlich diskussionswürdig sind und die in den kommenden Haushaltsberatungen diskutiert werden sollten, will grundsätzlich Oppositionspolitik anhand der Haushaltspläne oder des Haushaltsplans beschreiben. Es ist in den letzten Wochen auch von der Presse kolportiert immer wieder das absolute Haushaltsvolumen in den Blick genommen worden. Ja, das ist das Höchste, das wir jemals im Freistaat Thüringen hatten. Das kann man kritisieren, aber die Kritik ist trivial, wie zumindest die Haushälter von Ihnen wissen dürften, jenseits des öffentlichen Lamentus, das da rüber und damit und davon und dadurch betrieben wird. Das Haushaltsvolumen ist eigentlich nur deswegen interessant zu erwähnen oder das historisch hohe Haushaltsvolumen, weil es negative Ursachen hat. Eine wichtige negative Ursache ist die galoppierende Inflation, meine sehr geehrten Kollegen Abgeordnete. Und die Inflation hat vier große Gründe. Langfristig angelegt ist sie dadurch, dass die EZB seit 20 Jahren Staaten und Währung zu retten glauben muss oder zu retten vorgibt, indem sie die Geldmengenausweitung betreibt. Seit dem Entstehen der EZB oder seit der Gründung der EZB hat sich das Bilanzvolumen, die Bilanzsumme der EZB von 800 Millionen auf 8 Billionen Stand heute verzehnfacht, obwohl sich im gleichen Zeitraum die Dienstleistungsproduktion und die Güterproduktion nur verdoppelt hat. Jeder kann sich ausrechnen, was das für Inflationseffekte nach sich zieht. Die zweite große Ursache ist die Energiewendepolitik, die Energie künstlich verknappt und damit logischerweise verteuert. Die dritte große Ursache ist die Corona-Maßnahmenpolitik, die die Lieferketten kurz und klein geschlagen hat und die einige Wirtschaftszweige nachhaltig, ich denke nun das Gastronomiegewerbe, geschädigt hat. Und die dritte große Ursache für die Inflation, die zur Aufblähung des Haushaltes partiell führt, das sind die Sanktionen gegen Russland, das ist die Sanktionspolitik. Das bedeutet, auch durch diese Sanktionspolitik wurde Energie verknappt und verteuert, wurden Rohstoffe verknappt und verteuert. Das ist das Paket, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, dass Sie alle geschnürt haben, weil Sie mit Ihren Parteien in deren Funktion diese Politikansätze mit exekutiert haben über Jahre und Jahrzehnte. Nur die AfD steht in Opposition zu diesen inflationsdynamisierenden Politikprojekten. Es ist Ludwig Erhard gewesen, der die Inflation mal richtig eingeordnet hat, weil sie eben kein Naturereignis ist, sondern, wie ich das gerade dargestellt habe, von Ihnen zu verantworten ist und von Ihnen angelegt worden ist. Ludwig Erhard formulierte einmal, die Inflation kommt nicht über uns als ein Fluch oder als ein trauriges Geschick. Sie wird immer durch eine leichtfertige und oder sogar verbrecherische Politik hervorgerufen. Zitat Ende, Ludwig Erhard, der Vater der sozialen Marktwirtschaft. Und das Haushaltsvolumen hat sich auch deswegen erhöht, weil wieder einmal, sehr geehrte Finanzministerin Taubert, Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit in Thüringen nicht gelebt werden. Darüber will ich reden, das ist ein wichtiger Teil meiner Rede, darüber will ich einiges ausführen, ich will weiterhin darüber reden, wo überall in Thüringen Geld verplempert wird, das der hart arbeitende Steuerzahler uns zur Verwaltung stellt. Und ich will darüber reden, wo dieses Geld besser investiert wäre, damit Thüringen eine gute und selbstbestimmte Zukunft haben kann. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit, das sind zwei Begriffe, die gerne ventiliert werden in den Haushaltsdebatten. Und es sind wichtige Begriffe. Die Landesregierung verweigert sich notorisch, diese Prinzipien zu exekutieren, genauso wie wir in vielen Bereichen des Haushaltsplans wiederholt Zuwiderhandlung gegen das Prinzip der Annuität festgestellt haben. Frau Taubert, auch darauf will ich zu sprechen kommen. Sie tut es, dieses
Nicht-Einhalten der Prinzip der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit auf vierfache Art und Weise. Erstens, indem sie Einnahmen vorsichtig plant. Zweitens, indem sie Ausgaben sehr großzügig plant. Drittens, indem sie unrealistische, ebenfalls mit dem Haushaltsgrundsatz der Jährlichkeit, den ich eben erwähnte, widersprechende Investitionsquoten anstrebt. Und viertens, indem sie sich auch 2024 oder für 2024 weigert, die gut gefüllten Sondervermögen endlich in den Kernhaushalt zurückzuholen. Mit diesen vier in Anführungszeichen euphemistisch genannten Gestaltungselementen kann man Thüringen arm rechnen. Das haben Sie in den letzten Jahren wiederholt getan und das tun Sie auch dieses Jahr. So wies der Haushaltsplan des letzten Jahres ein Finanzierungsdefizit von 342 Millionen Euro aus. Tatsächlich gab es dann im Jahresabschluss 2022 einen positiven Saldo von 676 Millionen Euro. Man hatte 1,1 Milliarden Euro mehr eingenommen als geplant. So geht Haushaltsplanung allerdings nicht, Frau Finanzministerin. Mit dem Überschuss war sogar, man höre und staune, eine zusätzliche Schuldentilgung von fast 158 Millionen Euro drin. Und noch weitere 350 Millionen waren übrig, die kurz vor Jahresschluss in das Sondersäckchen Corona-Sondervermögen gebucht wurden, dem man noch schnell die Zusatzfunktion Energiekrise verpasste. Und dieses Geld schlummert dort ungenutzt bis heute. Nochmal, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, nur weil man sich 2023 nicht wieder verplant hat und sich gerade 2024 nicht wieder verplant, dann steht tatsächlich Ende 2024 die Haushaltsrücklage bei Null. Dazu müssten 2023 zum Jahresabschluss 752,64 Millionen Euro und 2024 sage und schreibe mehr als 1 Milliarde Euro auf der jeweiligen Ausgabenseite stehen als auf der Einnahmenseite. Mehr auf der Ausgabenseite als auf der Einnahmenseite. Das sind die nackten Fakten, sehr geehrte Frau Finanzministerin. Der Umgang mit den Sondervermögen ist als skandalös einzuordnen. Das möchte ich ganz deutlich von hier vorne so ausdrücken. Ich will die Sondervermögen, zumindest die wichtigsten Sondervermögen, nicht alle noch einmal in den Blick nehmen. Da haben wir das Sondervermögen Thüringen Energiekrise und Corona-Pandemie-Hilfsfonds. Die Landesregierung will, wie ich das eben schon andeutete, an dem prall gefüllten Sondergeldsäckchen Thüringen Energiekrise und Corona-Pandemie-Hilfsfonds festhalten, indem sich Stand 30. Juni 2023 385,6 Millionen Euro befinden. Übrigens hat der Hofer ja am Freitag der Prolongierung des Haushaltsplanes mit guten Gründen nicht zugestimmt. Man befürchtet Veruntreuung bzw. den Einsatz dieser Gelder in Projekte, in Politikansätze, die nicht mit dem Auftrag dieses Sondervermögens in Einklang zu bringen sind. Dem Bürger sei an dieser Stelle gesagt, dass dieser Wirtschaftsplan des Sondervermögens von Beginn an keine klare Trennlinie zum Kernhaushalt hatte und nie in den Planungen klar war, welche Mittel unter anderem vom Bund kommen. Allein im ersten Halbjahr 2023 sind aus den Bundesmitteln für den Corona-Teil ca. 4 Millionen Euro eingegangen, obwohl Frau Ministerin Taubach null eingeplant hatte. Für den Energiehilfeteil sind aus Bundesmitteln 48 Millionen Euro eingegangen, obwohl Frau Taubert 0 Euro eingeplant hatte. Nur ein Viertel der veranschlagten Ausgaben ist bis zur Jahresmitte 2023 abgeflossen. Und trotzdem hat diese Landesregierung, trotzdem haben Sie, Frau Taubert, im Jahr 2023 tatsächlich nochmal 50 Millionen Euro aus dem Kernhaushalt in das Sondervermögen gepackt. Das ist erklärungsbedürftig. Und hier stellt sich für die AfD tatsächlich die Frage, ob die Landesregierung die Ermächtigung aus dem Haushaltsplan nutzt, um sich im Kernhaushalt künstlich um weitere 50 Millionen arm zu machen, arm zu rechnen und sich vielleicht eine kreditfinanzierte schwarze Kasse schafft. Ich lege einfach 385,6 Millionen zur Seite und jammere dann lautstark herum, dass mir das Geld fehlt. In der freien Wirtschaft, sehr geehrte Frau Finanzministerin, wäre so ein Liquiditätsmanagement undenkbar. En passant möchte ich erwähnen, dass dieser Fonds in das Budgetrecht des Landtages eingreift, ohne dass dieser Eingriff durch den Gesetzgeber hinreichend gerechtfertigt worden wäre. Es ist höchst problematisch, dass der Landtag keine substanzielle Möglichkeit der Einflussnahme auf die konkreten Ausgaben des Sondervermögens
hat und hier nur der Ausschuss entscheidet. Ich sage Ihnen, sehr geehrte Kollegen Abgeordneten, wer Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit will, wer vor allen Dingen Rechtssicherheit will, der will die Rückführung dieses Sondervermögens in den Kernhaushalt. Das wird die AfD auch in diesen Haushaltsverhandlungen anstrengen. Unterstützen Sie uns dabei. Sondervermögen WGT, das sind die Liegenschaften der alten, abgezogenen, aufgelösten Westgruppe der Sowjetarmee im Freistaat Thüringen, die dort verwaltet werden. Und wichtig ist nochmal der Hinweis darauf, dass Sondervermögen dann sinnvoll sein können, wenn die Gelder dort effizienter verwaltet werden können, als dies im Kernbereich des Haushaltes möglich wäre. Auch das erkennen wir im Sondervermögen WGT als AfD nicht. Die Erträge aus den Grundstücksverkäufen, damit hat dieses Institut, dieses Instrument zu tun, dass diese Erlöse blieben bisher im Sondervermögen. Auf die Nachfrage meiner Fraktion, warum man dort 2021 560.000 Euro und 2022 543.000 Euro Negativzinsen anhäuft und darüber hinaus sechsstellige Verwaltungskosten hinnimmt, statt 20,4 Millionen Euro in den Kernhaushalt zu buchen, erhielt meine Fraktion die Auskunft, das sei wörtlich erst bei der Komplettverwertung aller Grundstücke nötig. Mit Verlaub, das ist eine absurde Behauptung. Auch hier rechnet sich die Landesregierung erneut arm. Aber was noch viel schlimmer ist, hier wird wirklich durch die Negativzinsen und durch die Verwaltungskosten das Geld des Steuerzahlers, das hart erarbeitete Geld des Steuerzahlers Thürings, mit freien Händen und mit vollen Händen zum Fenster rausgeworfen. Und das ist skandalös. Da komme ich noch abschließend. Wie gesagt, ich will nicht alle Sondervermögen in den Blick nehmen, aber das möchte ich gern noch tun. Das Sondervermögen Thüringer Wohnungsbauvermögen, kurz reflektieren. Das Volumen beläuft sich unverplant, Frau Ministerin, auf 75,7 Millionen Euro. Dieses ungenutzte Sondervermögen verursacht 716.000 Euro Negativzinsen und jedes Jahr entstehen Verwaltungskosten im fünfstelligen Bereich. Auch hier tut die Landesregierung nichts, sondern führt, man höre und staune, weitere 5 Millionen Euro aus dem Kernhaushalt in dieses Sondervermögen zu. Eine krasse finanzielle Fehlentscheidung. Und nochmal, das baden die Thüringer Steuerzahler aus. Investitionsquote. Das ist ja auch ein beliebtes Instrumentarium, um den Haushalt aufzublähen, um das Haushaltsvolumen groß zu machen, um dann Haushaltsreste zu produzieren, die Bedürftigkeit die am Ende dann einer Bedürftigkeitsdiskussion stehen. Auch das empfinden wir, sehr geehrte Frau Finanzministerin, als unredlich, also so, wie Sie mit der Investitionsquote umgehen. Das halten wir für haushalterisch höchst bedenklich. Der Planansatz 2024 sieht in der Obergruppe Baumaßnahmen, das ist die Obergruppe 7, 282,56 Millionen Euro für Investitionen vor, was 94,6 Millionen mehr sind als der Ist. Entwurf 2022 als das ist 2022 und auch in der Obergruppe 8 sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ambitionierte 1,795 Milliarden Euro eingestellt, ein Plus zum Ist des Jahres 2022 von 43,6 Millionen Euro. Die Investitionsquote 24 soll nach Vorstellung der Landesregierung nun bei 15,38% liegen. Letztmals im Haushaltsjahr 2010, man höre, war in Thüringen die 15%-Schwelle erreicht worden. Sie wissen selbst, sehr geehrte Frau Finanzministerin, dass Sie im Bereich der Investitionsquote tatsächlich mit Fantasiezahlen hantieren und hausieren gehen. Denn bereits 2023 lobten Sie ja eine Investitionsquote von 16,72% aus und stellt im selben Atemzug wörtlich fest, dass man diese aber nicht werde erfüllen können. Ja, so geht der gesetzliche Erfüllungsauftrag dahin, Frau Ministerin. Nochmal, Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit werden in Ihrem Hause, werden von dieser rot-rot-grünen Regierung leider nicht so groß geschrieben, wie sie es eigentlich werden sollten und müssten. Wir können an dieser Stelle dann zusammenfassen, dass hier große handwerkliche Fehler vorliegen. Ich denke auch, dass sie nicht unbewusst gemacht worden sind, sondern dass
diese Unsystematik, dass dieser fehlende Erfüllungsauftrag, den ich skizziert habe, dass dieser mangelnde Wille zum Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit politisch genutzt wird und politisch eingespeist worden ist in ihrer Planung. Es gibt viel Einsparpotenzial. Die Thüringer Fördermittelindustrie habe ich im letzten Jahr schon bei der Einbringung des Haushaltes erwähnt. Der Landesrechnungshof hat in einem umfangreichen Sonderbericht auf die Missstände in diesem Bereich hingewiesen. Über 100 Fördermittelprogramme gibt es im Freistaat Thüringen. 20 fördermittelverausgabende Stellen kümmern sich um das Management dieser 100 Programme. 750 Millionen Euro jährlich werden dort umverteilt. Die rechtmäßige Verausgabung der Gelder ist weiterhin fraglich. Verwendungsnachweise fehlen oft komplett. Die Politik der Fördermittelausgabe trägt daher in unseren Augen deutliche Anzeichen für systematische Haushaltsuntreue. Darum, sehr geehrte Frau Finanzministerin, und weil wir Verwaltung effektiver und effizienter machen wollen, weil wir Geld des Thüringer Steuerzahlers einsparen wollen, haben wir schon seit fast einem Jahr einen Antrag als AfD-Fraktion in der Pipeline des Plenums, der aus verwaltungstechnischen Gründen immer noch nicht abgearbeitet worden ist, mit dem wir den Vorschlag einer Reform unterbreitet haben. Es ist hohe Zeit, endlich diese Vorschläge aufzunehmen, zumindest diesen Antrag dann in den Ausschuss zu übersenden, um dort gemeinsam zu einer Lösung zu kommen. Hier können wir dem Thüringer Steuerzahler viele, viele Millionen Euro Steuergeld einsparen. Das Geld, das anderswo viel sinnvoller verausgabt ist. Ich habe in meiner letzten Haushaltsrede auch schon vom bürokratischen Wasserkopf geredet. Vor allen Dingen tut sich dieser bürokratische Wasserkopf oder zeigt sich dieser bürokratische Wasserkopf in den Ministerien. Und ich wies darauf hin, dass gleichzeitig das Personal für den Erfüllungsauftrag fehle, also das Personal, das vor Ort Kontakt mit dem Bürger hat, das vor Ort Dienstleistungen am Bürger und für den Bürger erbringen muss. Und ich kann in diesem Bereich leider keine Entwarnung geben. Auch hier legt der Landesrechnungshof den Finger in die Wunde. Am 27. Juni hat er einen Jahresbericht veröffentlicht. Die Seiten 66 folgende sind für diesen Aspekt sehr interessant zu lesen. Die Lektüre lohnt wirklich. Mit 274,1 Vollzeitäquivalenten pro 10.000 Einwohner belegen wir unter dem vom Rechnungshof verglichenen Bundesländer einen unrühmlichen vorletzten Platz. Und besonders augenfällig ist die Wasserkopfbildung in der politischen Führung und der zentralen Verwaltung. Da liegen wir bei 17,8 Vollzeitäquivalenten bei einem Bundesdurchschnitt von 12. Das heißt, in Thüringen sitzen weit überdurchschnittlich viele Leute in den Ministerien und bezahlen muss das der Steuerzahler. Was wir brauchen, ist hier, sehr geehrte Frau Ministerin, eine ehrliche Aufgabenkritik, aber die verweigern Sie bis hierhin und das ist wirklich schade und traurig. Grotesk in meinen Augen zumindest ist, dass wir einerseits eine permanente Aufblähung des bürokratischen Wasserkopfes in der politischen Leitungsebene des Freistaates haben und andererseits seit 2014 die Ausgaben für die Beraterleistung kontinuierlich angewachsen sind. Mittlerweile summieren sich diese Beraterleistungen auf 30 Millionen Euro für den von mir genannten Zeitraum. Da fragt man sich natürlich, welche Expertise in den rot-rot-grünen Ministerien eigentlich angesiedelt worden ist. Eine bedenkliche staatspolitische Entwicklung spiegelt sich im diesjährigen Haushaltsentwurf auch deutlich wider, nämlich die Entwicklung zu einem bevormundenden Gesinnungsstaat. Und weil dieser Staat der freien Urteilsbildung seiner Bürger anscheinend nicht mehr traut, inszeniert er sich als oberster Besserwisser. Für die entsprechende Ideologieproduktion, die ich von hier vorne auch schon des Öfteren kritisiert habe, die einem demokratischen Rechtsstaat nicht gut zu Gesicht steht, ist natürlich auch im Wahlkampfjahr 2024 von Seiten des Finanzministeriums gesorgt worden. Im Einzelplan 04, Kapitel 0443, steigt die Förderung der politischen Bildung in der Erwachsenenbildung von 839.000 ist im Jahr 2022 auf ein vorgesehenes Soll von
1,4 Millionen Euro. Und im Kapitel 0101 des EP01 steigt die Förderung staatsbürgerlicher Bildung von 85.000 auf 226.000 Euro. Ein wenig versteckt, ja, ich gebe es zu, aber wir haben diese Position gefunden, diese Position, die nicht anders zu beschreiben sind als die Einführung eines neuen Staatsbürgerkundeunterrichtes Leit in der bunten Republik. Es würde, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, es würde den Rahmen dieser Einbringungsrede sprengen, wenn ich alle Haushaltstitel aufführen würde, mit denen in Thüringen linke und linksextreme Projekte und Vereine finanziert werden. Wir werden das alles in den nächsten Wochen aufklären. Wir werden entsprechende Änderungsanträge stellen. Und wenn Sie, sehr geehrte Kollegen von der CDU und Sie, sehr geehrte Kollegen von der FDP, noch ein wenig bürgerlichen Mumm in den Knochen haben, den ich nicht erkennen kann, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dann werden wir dieser Ideologieproduktion gemeinsam den Garaus machen in Thüringen. Dann werden wir den Freistaat wieder zu einem demokratischen Rechtsstaat machen und werden hier das bunte Treiben beenden. Erinnert sei in dem Zusammenhang auch an die hunderten Millionen Euro, die der Bund nochmal zusätzlich zu den Landesprogrammen im Bereich der Ideologieproduktion zur Verfügung stellt. Das kommt noch dazu. Es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein neuer, unproduktiver, mit Milliarden Subventionseuros gepäppelter Wirtschaftszweig entwickelt, den es, wie ich das schon ausführte, in einem wirklich funktionierenden demokratischen Rechtsstaat, der neutral unterwegs ist, nicht geben würde. Deshalb werden unter einer AfD-Regierung bunte Tagediebe auch nicht mehr von Staatsknete leben können. Jan Fleischhauer, ein Kolumnisten, den Sie alle kennen, erklärte, wie das bunte Geschäftsmodell funktioniert und schließt eine Kolumne vom 20. August 2023, die den Titel trägt: Sie wollen Staatsgeld, dann sagen Sie einfach, Sie kämpfen gegen rechts, mit folgender treffender, von mir mit kleinen Auslassungen zitierten Passage. Zitat: Das Schlimmste, was einem Subventionsprogramm passieren kann, ist, dass es sich selbst überflüssig macht. Würde die Kampagne gegen rechts so wirken wie versprochen, würden die Rechten ja an Zuspruch verlieren, sodass man auch die Förderung sukzessive zurückführen müsste. Was soll dann aber aus all den Antirassismus- und Antifeminismus-Experten werden, die sich der Stärkung der Demokratie verschrieben haben? Deshalb hat die Bundesregierung zum Jahreswechsel das sogenannte Demokratiefördergesetz auf den Weg gebracht, dessen wesentliches Ziel es ist, die Mittel zu verstetigen, wie es in der Beamtensprache heißt. Das ist geradezu genial. Man verzichtet nicht nur auf jede Evaluierung, man sichert den Empfängern auch noch zu, dass es bei der Finanzierung bleibt, egal wie sich die politischen Verhältnisse entwickeln. Die Menschheit hat lange vom Perpetuum mobile geträumt. Beim Kampf gegen rechts ist diese Wundermaschine Wirklichkeit geworden. Zitat Ende. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, der Staat ist seit Jahrzehnten Beute der Parteien. Ein Raubzug, den wir von der AfD stoppen wollen. Das ist ein Befund, den man immer wieder erinnern kann und den man immer wieder aussprechen kann. Aber er ist nicht nur ein Raub der Parteien geworden, er ist auch der Raub von bunten, unproduktiven Ideologieproduzenten und Berufsdenunzianten geworden. Mit einer AfD-Regierung würde dieser Raubzug in beiden Bereichen gestoppt werden. Darüber hinaus wird das hart erarbeitete Steuergeld der Thüringer für illegale Migration und wirkungslose Klimapolitik rausgeschmissen. Art und Umfang der Geldverschwendung werden in den nächsten Wochen und Monaten von meiner Fraktion aufgeklärt werden. Ich kann an dieser Stelle aber schon betonen, dass die sogenannte Energiewende, die ja ein Projekt von Ihnen allen ist, sehr geehrte Kollegen, Abgeordneten von den Altfraktionen, die Bürger teuer zu stehen kommt, vor allen Dingen die Steuerzahler. Denn die Energiewende, diese sogenannte Energiewende, ist nichts anderes als ein Projekt einer grün angestrichenen Planwirtschaft. Sie ist gemessen an den Maßstäben der Vernunft bereits jetzt gescheitert. Genauso wie das Multikulti-Projekt, das unsere Gesellschaft zutiefst zerrüttet und den Steuerzahler darüber hinaus auch noch Unsummen kostet. Sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne, ich will auch noch darauf zu sprechen kommen, wo Thüringen in die Zukunft und für die Zukunft investieren muss.
wie ich schon ausgeführt habe, auf gar keinen Fall in bunte Propaganda, auf gar keinen Fall in Multikulti und auf gar keinen Fall in Klimagedöns. Diese Ideologieprojekte, sie nutzen Thüringen nichts, nein, sie schaden Thüringen, sie müssen beendet werden. Das werden wir als AfD machen, wenn wir in Regierungsverantwortung sind. Wir werden das Geld nehmen, die vielen hunderte Millionen Euro, die jedes Jahr dann im Thüringer Haushalt frei werden. Wir werden dieses Geld nehmen und wir werden dieses Geld in echten Naturschutz investieren, damit das grüne Herz Deutschlands auch in Zukunft lebendig weiterschlagen kann. Wir werden für die Entlastung des Mittelstandes sorgen, damit unser wirtschaftliches und damit auch unser gesellschaftliches Rückgrat stark bleibt. Wir werden junge Familien substanziell fördern, damit endlich in Thüringen das umgesetzt wird, von dem seit Jahren und Jahrzehnten geredet wird, aber nichts hat sich getan, die demografische Wende. Das Kinderkriegen in Thüringen darf in Zukunft nicht mehr am Geld scheitern. Und wir werden in Remigration investieren, damit die Wohnungsnot in Thüringen behoben wird, damit Thüringen sicher wird und ja, damit wir unsere Identität erhalten können. Wir werden unsere Ideen in einem Gegenentwurf, in einem Haushaltsgegenentwurf zur Landesregierung präsentieren. Wir werden wieder hunderte Änderungsanträge schreiben. Es wird ein systematischer Gegenentwurf werden, das kann ich Ihnen versprechen. Wir hoffen, dass die CDU sich diesmal nicht wieder im Hinterzimmer einen schlanken Fuß macht, sondern zu wirklicher Oppositionsarbeit willens ist. Die Wahlkämpfe stehen ja jetzt kurz bevor. Vielleicht kommt ihr dann doch mal in die Push und macht mal richtig auf Opposition. Ich würde es euch wünschen, dieses Erlebnis noch mal zu haben. Also wir freuen uns auf die Haushaltsberatung, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrte Besucher auf der Tribüne. Und lassen Sie mich zum Abschluss vielleicht noch einen Gedanken hier vortragen, der wahrscheinlich ungewohnt ist. Ich erlaube mir trotzdem, diesen Gedanken vorzutragen. Wir haben jetzt in den letzten Stunden viel über Haushalt gesprochen, wir haben viel über das Einnehmen und Ausgeben von Geld gesprochen. Und es gibt ja diesen Allgemeinplatz, dass Politik machen vor allen Dingen bedeutet, die Möglichkeit haben oder zu haben, Geld auszugeben. Das ist mit Einschränkung natürlich auch richtig. Aber wir erkennen, dass unser Land in einer schwierigen Lage ist. Und wir erkennen nicht nur, dass das Geld fehlt, sondern dass etwas anderes verloren geht, was vielleicht viel wichtiger ist. Nämlich das immaterielle Fundament unseres Staates scheint zu erodieren. Und wir als AfD haben den Blick auf dieses immaterielle Fundament. Wir wissen, nur wenn das immaterielle Fundament hart gegossen ist, gut ausgehärtet ist, dann kann das materielle Fundament auch Früchte bringen und das materielle Fundament dann den gesellschaftlichen Wohlstand erzeugen. Das immaterielle Fundament geht vor dem materiellen Fundament. Und das ist ein Blick, den wir vielleicht als Politiker, gerade als Haushaltspolitiker, viel zu selten mal so richten. Ich will das an zwei Beispielen wirklich abschließend noch mal konkret werden lassen. Wir haben in Thüringen und in Deutschland eine große Wohnungsnot. Diese große Wohnungsnot ist maßgeblich verursacht durch eine millionenfache illegale Einwanderung nach Deutschland. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Deswegen bedeutet Remigration auch eine Linderung der Wohnungsnot. Sie können Milliarden, Sie können Billionen theoretisch zur Verfügung stellen, um diese Wohnungsnot zu lindern. Aber Sie werden nicht in der Kürze die Kapazitäten aufbauen können. Sie werden nicht in Kürze die Ressourcen beibringen können, um diese Millionen Wohnungen zu bauen, die dann diese Not und dieses Leid der Menschen, die hier in Deutschland leben, in Deutschland gestrandet sind, tatsächlich zu lindern. Das ist nicht mit Geld möglich, das ist nur auf einer Zeit Linie abbildbar, die weit, weit in die Zukunft sich zieht. Das ist das erste Beispiel. Das zweite Beispiel ist das Bildungssystem, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete. Den Bildungsnotstand kriegen wir nur mit Geld nicht in den Griff. Ich habe das an anderer Stelle hier von dem Rednerpult aus mal ausgeführt. Der Lehrerberuf ist mittlerweile so unattraktiv geworden, dass wir Probleme haben, entsprechenden Nachwuchs zu rekrutieren, weil der Lehrerberuf oft eine psychische Belastung darstellt. Viele Pädagogen gehen vorzeitig in Ruhestand oder sind dauererkrankt mit Depressionserkrankungen etc. pp. Kaum noch einer traut sich in dieser Zeit, in dieser Lage, in der sich das Land befindet, Lehrer zu werden. Auch das können Sie nicht mit Geld kurieren, das können Sie nicht mit Geld abstellen. Genau wie die Multikulturalisierung unserer Bildung natürlich dazu beiträgt, dadurch, dass es keine gemeinsame Unterrichtssprache mehr gibt, dadurch, dass es ein babylonisches Sprachgewirr gibt, dass das, was am Ende aus dem Bildungsgang herauskommt, jedenfalls in den Schulen, die schon einen hohen Migranten haben, nicht mehr das ist, was noch vor 20, 30 Jahren aus den Schulen hinten rausgekommen ist. Auch hier
nutzt es nichts, Milliarden ja auf Bundesebene insgesamt noch Billionen zu aktivieren. Wenn das immaterielle Fundament geschädigt ist, dann muss erst das immaterielle Fundament wieder geheilt werden, wieder ausgehärtet werden, bevor wir über die Generierung von materiellem Wohlstand sprechen. Das war für mich nochmal wichtig zu betonen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns einen guten Verlauf der gemeinsamen Haushaltsberatung. Dankeschön.